Hallo zusammen, heute gehen wir mal wieder zusammen Mittagessen. Also ich werde essen, ihr könnt zuschauen, sorry, bei Whataburger. Mehr die texanische Antwort auf In-N-Out Burger. So sagt man, stimmt vielleicht jetzt auch nicht so ganz. Also In-N-Out Burger gibt es auch in Texas, Whataburger gibt es nicht in Kalifornien, aktueller Stand jedenfalls. Hier drüben gibt es ein Drive-Thru, ja nicht Drive-In, sondern Drive-Thru genannt. Und ja, ich habe das Motorrad schwarz lackiert inzwischen und ist auch eine andere Scheibe dran. Nur so am Rande, aber darum geht es ja heute nicht bei dem Video. Und hier ist der Drive-Thru, wo man halt ja aus dem Auto raus bestellen kann. Konzept kennt ihr ja natürlich, auch aus Deutschland. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal rein und bestellen mal munter drauf los und schauen uns die Produkte an, was die sie dort verkaufen. Ja, noch ein paar Worte zu Whataburger selbst. Ist halt eine texanische Ikone sozusagen, wenn man das jetzt so übersetzen kann. Aber den Laden gibt es auch außerhalb von Texas, in 14 Bundesstaaten insgesamt. Hat aktuell so 850 bis 900 verschiedene Locations. Können wir mal ein bisschen ums Gebäude rumgehen dabei. Wobei 670 davon in Texas tatsächlich sind. Deswegen ist halt eine sehr texanische Kette. Wurde 1950 in Corpus Christi, Texas, gegründet und das aktuelle Headquarter ist in San Antonio, Texas. Haben sie mal irgendwann verlegt von Corpus Christi, wo es eben am Anfang war, nach San Antonio, eine etwas größere Stadt als Corpus Christi. Ja, die Kette wurde 1950 gegründet von zwei Leuten, von Harmon Dobson und Paul Burton, wenn ich mich richtig erinnere an die Namen. Und die Burger haben am Anfang mal 25 Cent gekostet, wurden kurz danach auf 30 Cent erhöht und dann auf 35 Cent. Ja, heute sind sie ein bisschen teurer, wie man sich denken kann. Dieses Logo von Whataburger hat so ein Aviation-Theme, also so ein Thema, was an die Luftfahrt angelehnt ist, weil der Gründer, Harmon Dobson, mal in der Luftfahrtindustrie gearbeitet hat. Was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Burger abgebraten für die Bordküche? Nein, keine Ahnung. Also irgendwas in der Aviation-Industrie gearbeitet und hat deswegen halt nicht nur Werbung am Anfang für Whataburger mit Flugzeugbannern gemacht, sondern hat eben auch dieses W, dieses Flying W, was ihr hier seht, halt das Logo, so designt, dass es halt an die Luftfahrt erinnern soll, so Flügel und so. Außerdem dieses dieses Orange-Weiße ist halt auch so ein Thema, was hier in diesen, jetzt weiß ich den Namen nicht dafür, diese Windmesshosen, halt diese Schläuche, wiederfindet. Und außerdem hat er, und hier sind sie inzwischen von abgewichen, haben sie eine Zeit lang gemacht, so dreieckige Spitzdächer verwendet für ihre Restaurants, die man halt wegen dieser weiß-orangenen Lackierung auch aus der Luft heraus sehen kann, vom Flugzeug aus. Ja, also wie gesagt, deswegen das Aviation-Theme. Wir gehen jetzt mal rein in den Laden. Der hat hier übrigens 24 Stunden geöffnet. Wir sind hier in, wo sind wir hier? Keller, Texas. Und hier steht Dining Room Hours 24 Hours. Whataburger Rewards. Da kann man sich über die App halt einschreiben. Es ist kurz vor Weihnachten, jetzt wo ich das aufnehme. Deswegen hier der Schneemann und diese Family, diese Christmas Decoration. Breakfast served 11 p.m. till 11 a.m. Also 23 Uhr bis 11 Uhr morgens. Das heißt, ihr könnt ja um Mitternacht euer Frühstück einnehmen. Ja, wäre auch vielleicht in Berlin ein Konzept, dieser Laden. Hier wird noch Werbung für den Chili Cheeseburger gemacht. Aber gut. So, jetzt gehen wir wirklich mal rein und bestellen uns was. Verspätetes Mittagessen. Es ist jetzt auch schon so 1:30. Wir gehen mal uns ganz kurz, hier ist der Laden. Wir gucken uns mal ganz kurz die Toiletten auch noch an. Ich weiß, da habt ihr jetzt wahrscheinlich voll drauf gehofft, dass wir uns die Toiletten anschauen. Hier sind so ein bisschen alte Bilder. Und ich gehe jetzt natürlich nur in die Herrentoilette rein, um mal zu schauen, sind sie, hier steht einer drin, okay. Wir gehen mal wieder raus, okay. Wollen wir mal schauen, ob sie dem McDonald's Travelers Standard entsprechen. So, kurzer Blick aufs Menü, bevor ich hier bestelle. Also, was sie hier anbieten, sind halt
sind halt die normalen Whataburger für 4,79. Kommt immer noch Tax mit drauf, 8,25%. Und da gibt es den in Double Meat halt, einfach mit zwei Fleischscheiben. Dann gibt es den mit, hallo, drei, just still choosing, thank you. Dann gibt es den Triple Meat Burger, Whataburger, also mit drei Fleischscheiben. Und dann gibt es noch den Jalapeno und Cheese Whataburger, den Bacon und Cheese Whataburger und den Avocado Bacon Burger. Und dann Chicken Sandwiches. Ja, what a Chicken Sandwich für 4,99. Dann in Grilled und Crispy, also einmal mit Panade und einmal ohne Panade. Und das Ganze auch noch in Spicy, sowie dann auch noch Chicken Strips mit verschiedenen Soßen. Außerdem gibt es noch den Patty Melt und den Chili Cheeseburger. Ich würde sagen, hello, hi, how are you? Could I get a double Whataburger, please? Just a sandwich, no menu. A small vanilla shake and a spicy chicken sandwich. Just a sandwich as well, no menu. Maybe not. And yeah, that's it. Thank you. Oh, could I add French fries too? Sorry, forgot about that. Yeah, for here too. For here, please. French fries, regular French fries. What size? Small. Alright, thank you. Have a good day. So, wir setzen uns, wir gehen hier nochmal ganz kurz rum, gucken hier drüben nochmal. Also hier wird nochmal Werbung für das Frühstück gemacht. Es sieht ja recht ähnlich wie McDonald's aus, also so ein Breakfast Burrito mit Rührei und Baconscheiben drin und halt so ein Eier-Patty auf einem Burger drauf. Hier sind nochmal die Dressings, die es dazu gibt. Honey Barbecue, Mustard Ranch, Buttermilk Ranch, Creamy Pepper, Buffalo Sauce, Honey Butter und Original Cream Gravy. Außerdem wird hier wieder der, thank you. Hier ist mein Shake. Hier wird halt auch noch Unsweet Tea, also Eistee, gesüßt und ungesüßt verkauft. Und hier kann man sich halt All You Can Drink wieder machen, wie üblich, dass man hier halt hingehen kann und sich mehrfach nachnehmen kann, der Halsspender. Ihr könnt euch natürlich hier auch wie immer einen Cup for Water geben lassen, also einen Wasserbecher, umsonst. Und dann könnt ihr hier drauf drücken und da gibt es dann Wasser. Hier noch so ein paar weitere Zubehördinge. Zum Beispiel den Strohhalm, den ich jetzt mal nehme. Für den Milchshake wird man ihn wohl brauchen. Hier gibt es noch einen Kindergrößenstrohhalm, Salz, Pfeffer, Zucker und zwei verschiedene Süßstoffe. Sowie halt Plastikbesteck, wenn man es denn braucht, und Deckel für Kaffee. Hier oben ist noch eine weitere Breakfast Bowl, wird hier beworben für 5,59. Und der Chili Cheeseburger hat eben wieder, den wir nicht bestellt haben. So, ich würde sagen, nochmal ein letzter Blick hier zurück und setzen uns mal hier drüben hin. So, die Soßen werden übrigens auch so Ketchup-mäßig, also diese verschiedenen Soßen, die es hier gibt, werden übrigens auch bei Walmart und beim HEB Market verkauft. Kroger bin ich mir jetzt nicht gerade genau sicher. So, was haben wir hier bezahlt für den ganzen Spaß? 17,71 für den Double Meat Whataburger, für den 16-Ounce Vanille Shake, für das Spicy Chicken Sandwich und die Small French Fries, die kleinen Pommes. 17,71 inklusive Steuer. Ah, da kommt das Menü. Wonderful. Thank you. Have a great day and Merry Christmas. Thank you, Merry Christmas to you too. So, ich habe mir hier so ein bisschen den Geschmack schon mal versaut, indem ich hier einen Schluck von dem Milchshake getrunken habe. Der ist auf jeden Fall sehr gut, also der Milchshake schmeckt. Im Vergleich zu In-N-Out Burger, ich habe jetzt ja schon zweimal bei Whataburger gegessen. Ich gehe jetzt auch nicht so häufig Fastfood essen, muss ich auch dazu sagen. Ich habe jetzt auch extra den ganzen Tag nichts gegessen bisher, um genug Hunger für diese zwei Burger zu haben. Wobei ich jetzt realistischerweise wahrscheinlich auch hätte vorher was essen können und hätte trotzdem diese zwei Burger essen können. Also hier ist sie, meine Order mit den Pommes. Ich habe mir jetzt leider keinen Ketchup dazugeben lassen, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob man das da drüben irgendwo bekommt. Ja, ist ein bisschen so ein Fail jetzt natürlich mit dem Ketchup.
Aber ist okay, ich wollte jetzt auch nur mal die Pommes probieren, wie sie so sind. Also ich würde sagen, sie sind jetzt tendenziell ein bisschen besser als bei In-N-Out. Die Pommes, was jetzt allerdings auch nicht so schwer zu erreichen ist, weil ich finde, die Pommes sind jetzt nicht so die Stärke von In-N-Out Burger. Die Burger vom Whataburger an sich sind halt ein bisschen breiter. Hier ist es nochmal das Logo mit dem Aviation Theme. Pikanterweise ist allerdings einer der beiden Gründer, also Harmon Dobson, ist da auch bei einem Flugzeugunfall 1967 gestorben. Ja, so, das ist der Chicken Burger, der Spicy Chicken Sandwich. Und die haben hier, also das weiß ich jetzt schon, ohne es ausgepackt zu haben, zwei unterschiedliche Brote für die beiden verschiedenen Burger. Schauen wir uns mal das Brötchen hier an, was so ein bisschen Brioche-Brötchen mäßig aussieht. Klappen wir es auf. Ja, hier ist ja doch eine okaye Portion Gemüse drunter. Also eine Gurkenscheibe, ein bisschen Soße und zwei Tomatenscheiben. Schauen wir uns, bevor wir hier reinhauen, auch nochmal den Double Whataburger an. Also der mit den zwei Fleischscheiben. Ich habe ihn jetzt natürlich umgedreht gerade. Also das ist jetzt die Unterseite. Was ich hier eindeutig schlechter finde als bei In-N-Out Burger ist das Brötchen. Das Brioche-artige Brötchen von dem Chicken Burger geht noch einigermaßen. Aber das Brötchen hier ist nicht so das absolute Highlight. Ich wurde jetzt auch nicht gefragt, ob ich den mit Käse haben will oder nicht. Vielleicht hätte ich mehr bezahlt mit Käse, wäre mir jetzt aber auch recht gewesen. Hier ist jetzt auf jeden Fall keiner drauf. Und unter diesen beiden Fleischscheiben ist jetzt auch nichts mehr so richtig drunter. Und das ist jetzt auch mir beim letzten Mal schon aufgefallen, das ist mein Kritikpunkt jetzt hier an diesem Burger, dass er halt keine großartige Soße drauf hat. Außer halt das hier, was mir halt einfach nach Senf aussieht. Ja, wie gesagt, Gemüseanteil ist okay, aber der Rest ist jetzt, begeistert mich jetzt nicht so. Was halt, wie gesagt, was halt der Unterschied ist zu In-N-Out Burger ist, dass sie etwas breiter sind, also es sind halt 5 Inch. 5 Zoll breite Burger und Burgerbrötchen. So, hauen wir jetzt mal rein. Weiterer Unterschied hier auch noch zu In-N-Out Burger ist, dass die Fleischscheiben hier deutlich dünner sind. Hier nochmal, nachdem ich es abgebissen habe. Also, ist es okay geschmacklich? Das Fleisch schmeckt jetzt ganz okay. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es in irgendeiner Weise extrem gewürzt ist. Was mir halt negativ auffällt, ist die Senfsoße, also wenn man nicht auf Senf steht. Ich weiß nicht, ob man jetzt aktiv nach irgendwas anderem fragen kann, aber wenn man jetzt nicht auf Senf steht, dann ist das vielleicht nicht so das Richtige, weil der Senfgeschmack dominiert halt diesen Burger schon ziemlich. Dann halt, wie gesagt, auch das Brot. Das ist jetzt nicht so das Highlight. Also es ist jetzt nicht wirklich knusprig in irgendeiner Weise und es ist zerfällt so ein bisschen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir jetzt als Burgerbrot auf keinen Fall kaufen, wenn ich Hamburger zu Hause machen würde. Und zieht jetzt halt so dieses Geschmackserlebnis so ein bisschen runter. Das heißt, es schmeckt eher neutral, das Brot, aber es hat halt jetzt keine besonders tolle Konsistenz. Ich würde sagen, bevor ich jetzt mich satt esse an dem normalen Burger, esse ich mal den Chicken Burger rein. Und das muss man ja sagen, ist was In-N-Out Burger nicht hat. Das heißt, In-N-Out Burger hat jetzt halt nur einen einzigen Burger, den sie in verschiedenen Varianten anbieten. Und hier gibt es halt noch ein bisschen mehr an Auswahl. Das heißt, wer Auswahl will, der ist hier bei Whataburger besser aufgehoben als bei In-N-Out. Hier nochmal das Chicken Sandwich im abgebissenen oder angebissenen Zustand. Also mit der Gemüsebeilage oder dem Gemüseteil bin ich zufrieden. Ich finde dieses Brötchen hier vom Geschmack her ein bisschen besser, von der Konsistenz so leicht besser. Das ist jetzt das Spicy Chicken Sandwich, wobei es sich von dem anderen Chicken Sandwich eben nur dadurch unterscheidet, dass hier noch irgendwas Chili-artiges oder Pfefferartiges, ich denke mal Chili, mit drin ist in dem Patty, also in der Panade wahrscheinlich. Und ich würde es jetzt am ehesten mit so vom Schärfegrad oder vom Geschmack her eher so mit einer Buffalo-Soße, also Buffalo Chicken Wings oder so vergleichen. Wobei es recht moderat ist. Also auch für deutsche Standards würde ich sagen, kann man es durchaus essen. Es verbrennt einem jetzt nicht den Mund oder ähnliches. Hier nochmal die angefressenen Burger nebeneinander gelegt.
Also ich würde sagen, das Chicken Sandwich kann man schon empfehlen. Das ist schon ganz gut. Der normale Burger, der Whataburger selbst, reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Also da würde ich den Burger von In-N-Out definitiv bevorzugen. Der Milchshake ist wie gesagt sehr gut, kann man empfehlen. Wobei der bei In-N-Out Burger auch sehr gut ist. Also ich könnte jetzt echt nicht sagen, welcher von beiden besser oder schlechter ist. So, der letzte Happen von dem Chicken Burger, der ist wie gesagt recht empfehlenswert. Ob er jetzt besser ist als die von Chick-fil-A, kann ich jetzt nicht sagen, aber er würde den Vergleich schon standhalten. Ich habe mich jetzt hier leider direkt unter den Lautsprecher gesetzt, werde hier voll zugeblastet mit Weihnachtsmusik. Wobei das Brot an sich jetzt schon getoastet ist, beziehungsweise angegrillt oder auf so einen Grill gelegt oder wie auch immer. Also das muss man schon sagen, wobei man merkt es hinterher nicht mehr. Es hat halt nichts Knuspriges oder Krosses, wie die Burger, die Brötchen, die man bei In-N-Out serviert bekommt. Weiterer Unterschied zu dem In-N-Out-Burger ist auch, dass hier die Zwiebeln nicht in Scheiben oder Ringen, wie bei In-N-Out drauf sind, sondern dass die hier halt gewürfelt sind und halt hier auch in dieser Senfsoße baden, von der ich jetzt wie gesagt halt nicht so ein richtiger Fan bin. Ein weiterer Unterschied zu McDonald's und Burger King ist auch noch der, dass die hier genau wie In-N-Out-Burger die Sachen für jeweils die Order herstellen. Das heißt, die Burger werden nicht vorproduziert und liegen dann in der Schütte rum, wie teilweise bei McDonald's und Burger King, sondern werden halt erst in dem Moment hergestellt, wenn man sie bestellt oder zusammengestellt, gekocht, und entsprechend sind sie dadurch etwas frischer. Und es dauert allerdings jetzt aber auch ein bisschen länger dadurch, wenn man die bestellt. Man muss also einen Augenblick warten. So Leute, haben wir es mal wieder geschafft, das war's. Das war das Mittagessen bei Whataburger. Ich werde hier nochmal meine Reste entsorgen. Mit ein bisschen Pommes noch drauf. Ich weiß, Food Waste, aber die muss ich mir jetzt nicht unbedingt noch reinprügeln. Genau, ja. Guck mal, hier ist eine Maßskala. Könnt ihr euch gleich auch messen, ob ihr groß genug seid, um hier essen zu dürfen. Hier sind die Soßen, von denen ich halt geredet habe, die hier halt bei Find It at Your Local Retailer. Also man kann die dort kaufen. Ich habe sie auch mal eigentlich alle ausprobiert. Also ich habe Jalapeno Ranch, ist sehr scharf. Creamy Pepper. Und dann haben sie noch eine mit Honey Mustard. Die ist hier nicht dargestellt. Genau, Ketchup habe ich nicht ausprobiert, weil, okay, da kaufe ich halt den Heinz Ketchup. Machen wir nochmal einen Rundgang durch den Laden, bevor wir rausgehen. Und guck mal hier. Da ist so eine, hier für Tailgates, Meetings, Partys und Bookclubs kann man sich so eine Kiste zusammenstellen lassen, online ordern und oder in der App, was ja auch im Endeffekt online ist, und kann man dann ja hier abholen. Genau, ja, cool. So, alright, würde ich sagen, haben wir's. Nochmal ein Blick von außen auf den Laden. Hier ist Parken extra für Online-Order, Curbside-Pickup, also wenn man halt in der App was bestellt zum Mitnehmen, und dann kann man hier vorfahren. Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, aber so funktioniert das. Und select one to check in on your phone, und dann sagt man denen, ich bin jetzt hier draußen, und dann bringen die einem das raus, das Zeug. So in Theorie jedenfalls, so in drei von diesen Plätzen. Genau, und da ist der Ausgang vom Drive-Thru. Den schauen wir uns auch noch mal ganz kurz von der Seite an, bevor ich das Ende des Videos verkünde. Und da oben ist dann so ein Ding, wo man dann mit seinem RV gegen knallen kann, wenn man hier durchfährt. Nee, da gibt es noch mal so ein extra großes Ding hier mit B. Schätze ich mal, dafür ist es wahrscheinlich gemacht. Ja, erste Fenster zum Bezahlen, zweite für die Warenausgabe. Man kennt es ja auch von McDonald's. Nur dass es da Drive-In und nicht Drive-Thru heißt. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Genau, hier kann man auch draußen sitzen, wenn es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Ja, Leute, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Hunger bereitet jetzt mit diesem Video. Oh, hier, guck mal, ist noch so ein We are seeking team members, aber eher überall, ne? Steht hier, was sie zahlen? Nee, steht nicht. Aber okay, you'll get paid weekly, also man wird wöchentlich bezahlt. We'll work with you on scheduling, wie das dann im Endeffekt aussieht, weiß man nicht. You and a guest can dine for less, also du und ein weiterer, ja, Freund oder so kann für weniger essen. Und you'll have the opportunity to apply for educational scholarships, also man kann irgendeine Berufs-
Ausbildung oder sowas in der Richtung machen. Ja, ich schätze mal, dass sie $20 die Stunde zahlen. Also das sind so die normalen Rates, die sie momentan halt hier selbst von den einfachsten, ungelerntesten Jobs bezahlen. So $20 die Stunde. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie hier nicht weniger anbieten. Ja, das war der Laden Whataburger in Keller, Texas. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!